Zum Bekifften, ja! Rätsel! Ein Rätsel. Oh, hallo. Eins, zwei. Wie geht's denn so? London ist eine tolle Stadt. Eine so tolle Stadt. Ich habe beim Laufen so viele Rätsel gefunden. Und ich liebe Rätsel einfach. Schauen Sie, über das hier bin ich gerade eben erst gestolpert. Da ist sie bestimmt voll auf die Fresse geflogen. Entschuldigung. Wechsel. Rätsel 16. Und ich habe den, ich habe leider das nicht ausgetauscht, wie es aussieht. Ich weiß also nicht, wie das Rätsel heißt. Ja. Oh Gott, ich habe gar nichts da drin. Das ist jetzt schlecht. Ja? Das ist sehr schlecht. Ja? Das ist voll verbuggt gerade. Ja? Okay. Vollständige Erklärung schließen und jetzt irgendwas. Irgendwas müssen wir hier machen. Aber ich habe keine Ahnung, was. Oh Gott. Sind die Tipps wenigstens? Ja, die Tipps sind. Echt? Nee, ja. Oder? Doch. Sicher? Das muss nicht heißen, dass die Tipps dann auch auf. Mal gucken. Nein! 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 Oh Gott! Okay, versuchen wir es mal irgendwie zu übersetzen. Ich schaff das. Nee, schaffe ich leider nicht. Da sind Kanji mit dabei und das ist. Vor allem in dem roten Bereich. Oh Gott! Das ist jetzt mies. Zum Glück war es kein Rätsel. Na, das Doofe ist, wir verlieren jetzt voll viel Pickerad jetzt, wenn wir. Nee, wieso? Wir können doch abbrechen, oder? Aufgeben. Aufgeben und wir machen es dann später. Wir machen es dann später. Ich versuche rauszufinden, welches von diesen Rätseln das sein muss. Okay, und dann gehen Rätsel wir kurz auf. Rätsel 16. Okay, wir können ja dann wieder zurück auf den Fall und dann wissen wir ja, wo sie ist und so. Ja. Also ich werde rausfinden, was ist da los. Ach, wirklich? Eins, zwei. Gut. Dann vielleicht ja nächstes Mal, wenn er Japanisch könnt. Wenn ich wenigstens das Dings hätte, so die Android-Version, könnte ich das ja dann nachschlagen. Aber ja, warte, dann. Ja, dann würde ich. Bürgermeister. Ja, und hoffen, dass nicht noch so ein Rätsel kommt an der Stelle, wo es richtig ist. Ja. Ich habe jetzt richtig Bammel. Ich dachte, ich hätte alle Dateien dafür ausgetauscht, aber scheint nicht so. Oh, Moment, wir sind ja. Ja, ich muss ja hier mal. Ja, zurück. So. Bürgermeisterin Lovonida! Lovonida! Ich habe echt keine Ahnung. Auf was einigen wir uns? Lovonida, oder? Lovonida! Ah, da drüben ist sie ja! Gut, dann gehen wir mal zu ihr. Okay. So, oder doch erst was anderes? Kuriosität! Wo? Warte, auf dem Schrank! Ach man, auf dem. Und welcher dann, Schrank? Neben ihr. Ach dem, okay. Eine Kuriosität. Mysteriöse Maske. Worauf das wohl eine Anspielung ist? Ich habe keine Ahnung. Ich wundere mich jetzt auch gerade darüber, dass wir hier eine Maske finden. Oben in der Lampe. Kling! Ich habe das Gefühl. Du bist das ja. Ich ist nicht für mich, oder? Klingelt. Ja! Ist nicht für mich. Okay, auf jeden Fall sind wir zu Hause. Ja. Hola! Ich habe das Gefühl, dass ich die Person auf dem Porträt kennen sollte. Aber der Name fällt mir einfach nicht ein. Wer ist das? Ich sehe es ja nicht. Ich vermute, dass es das Porträt eines ehemaligen Bürgermeisters ist. Also auf den abschätzigen Blick könnte ich wirklich verzichten. Hey, ich kann nichts dafür, dass ich ein Hund bin, Mister. Und dem Bild beim Schreibtisch, genau. Die Bürgermeisterin muss wirklich sehr belesen sein. Schaut euch diese vielen Texte über Verwaltungs- und Regierungsarbeit an. Und, ein ordentlicher Stapel. Die Bürgermeisterin muss ein sehr ordentlicher Mensch sein. Das erkennt man als ordentlicher Mensch sofort. Warum erkennt das dann Cat? Ja. Cat, du würdest einen ordentlichen Stapel nicht mal erkennen, wenn er umstürzt und dich unter sich begräbt. Über der, wo die Kuriosität war, da ist noch ein Hinweismünze.
Das waren jetzt, glaube ich. Ja. Und was haben wir hier? Ui, ich mag die Stühle. Sehr schick. Wenn das hier das Büro der Bürgermeisterin ist, haben schon sehr viele wichtige Leute auf diesen Stühlen gesessen. So, dann. Ja. Ich setze mich da nicht drauf. Ich will ja keinen Ärger kriegen. Setz du dich doch zuerst. Okay, sonst ist gar nichts. Siri. Sie? Ja. Bling! Ein Rätsel! Oh oh. Oh oh. Ich hoffe mal. Bürgermeisterin Lovoni da? Tut mir leid, dass ich sie stören, wo sie doch so beschäftigt sind. Inspektor Hastings, Kriminalpolizei. So, wer spricht sie? Du bist eine Frau. Dachte ich. Okay. Also versuch mal. Ah, Inspektor, Herr Inspektor. Endlich lerne ich Sie persönlich kennen. Und Ihre Kollegen sind? Ach ja, die drei, also die beiden hier und der Hund, kommen von der Detective Layton. Du kannst ja versuchen, mal ein bisschen tiefer. Tiefer? Die spricht nicht tief. Aber auch nicht so hoch. Okay. Würde ich sagen. Von der Detective Layton? Oh, das finde ich gut. Ganz recht, Sie unterstützen mich bei diesem Fall. Miss Layton hat sich als äußerst fähige Ermittlerin erwiesen. Erst letztens hat sie uns bei einem sehr schwierigen Fall die entscheidenden Hinweise geliefert. Freut mich, Sie kennenzulernen, Bürgermeisterin Lovonida. Catria Layton, zu Ihren Diensten. Nennen Sie mich ruhig Cat oder Catria, wie es Ihnen gefällt. Und ich bin Miss Laytons treuer Assistent, Ernest Traurig. Bleh. Guten Tag, Ernest. Und die Hundedame? Gehört sie auch zum Layton-Team? Auf jeden... Oh, Verzeihung. Ich bin da voll mit drin gerade. Auf jeden Fall. Obwohl sie ein Er ist. Shaw ist für uns als Polizeihund im Einsatz. Er ist für unsere Arbeit unerlässlich. Stell dir mal vor, die hätten jetzt bis jetzt nicht mitgekriegt, dass Shaw eigentlich ein Weibchen ist. Und sie, ihr fällt das sofort so auf. Ja. Aber das wäre mit der Stimme echt merkwürdig. Ja. Nein, nicht Rätsel 16 googeln. Oder den Rätseltext höchstens in den Live-Chat schreiben. Ja. Oder so. Okay, für unsere Arbeit unerlässlich. Sie? Schön zu hören. Wenn dieser Fall nicht gelöst wird, könnte das gesamte Uferfest ein echter Schlag ins Wasser werden. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich würde gerne sehen, was Sie so können. Lösen Sie mir doch bitte dieses Rätsel hier. Bitte. Ja. Ja. Die Qual der Wahl. Oh, das klingt schon so nach 24. September. Na, ich darf ja dann. Ja, ich nicht. Nächstes Jahr. In 4 Jahren. Ich wollte gerade sagen. Ich weiß. Aber ab nächstes Jahr dürftest du einen anderen. Übrigens, wieder wechseln. Ach ja, wieder wechseln. Okay, dann lesen Sie mal, bitte. Drei Kandidaten A, B und C treten zu einer Bürgermeisterwahl mit 1000 Wählern an. In einer Prognose waren 200 Wähler unentschieden. 400 Wähler unterstützten A, 300 unterstützten B und 100 unterstützten C. Angenommen, kein Wähler entschied sich um. Wie viele der drei Kandidaten haben noch eine Chance zu gewinnen? Moment, nee, Prognose, ne? Das war ja schon, die Wahl war schon, oder wie? In einer Prognose. Jetzt ist ja die Frage, also ist das jetzt so eine blöde Falle? 200 waren unentschieden, 400 unterstützten A, 300 unterstützten B und 100 unterstützten C. Aber wenn keiner sich umentscheidet? Achso, ja. Keiner hat sich umentschieden, also die Wahl war da und wie viele der drei Kandidaten haben noch eine Chance, die Wahl zu gewinnen? Na, wenn kein Wähler sich umentschied... Wär's ja jetzt dann hat ja keiner mehr eine Wahl. Hat ja keiner mehr. Hm? Ich probiere es einfach mal. Laut Logik. Laut Layton-Logik. Was? Keiner? Nein. Okay, stimmt. Wie viele haben die Chance? Na, ich hatte gedacht, vielleicht ist die Wahl schon vorbei.
Ach so, na. Und dann hat ja keine mehr die Chance zu gewinnen. 200 waren unentschieden, also heißt das... Naja, 2 Wähler waren unentschieden. Also können die noch wählen, oder was? Wie viele haben noch eine Chance? Also eigentlich jetzt so von den Unentschiedenen her und mathemäßig, da wären es ja noch 2, die gewinnen könnten, weil ja. C könnte nicht mehr. Aber ist das wirklich die... Das ist jetzt... Das ist echt merkwürdig. Oh Gott. Ich tendiere zu 1. Warum 1? Weil sich keiner mehr umentscheidet. Das ist der... Oh, echt mal. Wenn sich keiner mehr umentscheidet und die Unentschiedenen gar nichts mehr tun... Ja, eben. Ja. Dann ist es, noch eins kann sein. Ja nur noch einer. Ich habe halt gedacht, es... Oder entschied nein. sich, nein, entschied sich. Also das heißt, bei der Befragung für die Prognose haben die sich nicht umentschieden. Aber da steht ja nicht entscheidet sich um. Oh, jetzt habe ich die selber. Jetzt habe ich mir das einreden lassen. Ist nicht eine Frage der Möglichkeit, sondern der Wahrscheinlichkeit. Treten zu einer Bürgermeisterwahl. Das ist echt, also, jetzt kann es ja nur noch 2 oder 3 sein. So. Okay. Oh, das Rätsel gibt es also wirklich nur in der japanischen Version. Ist das nicht toll? Dann gibt es in dem Deutschen wahrscheinlich ein anderes. Mhm. Okay, also ich würde jetzt mal auf gut Glück 2 sagen, auch wenn ich das für... Okay, dann sag ich 3. Okay, machen wir das so. Ich denke... Was ist denn besonders Interessantes? Ha! Nicht nur jetzt bin ich auf die... Jetzt bin ich wirklich drauf gespannt. Aber erstmal mache ich auch meine 3. Ja. Ja, ich dachte mir ja am Anfang auch 3. Aber. Ich habe halt gedacht, so von wegen, okay, Ball ist schon vorbei, 0. Ja, eigentlich, das ist ja jetzt die Frage, wie war es gemeint? Das sollte reichen, denke ich. Rätsel sind zum Lösen gemacht. Okay, dann könntest du ja eigentlich wieder. Ja, jetzt. Wechseln. Umstellen. So, sind nur noch 4 Pikara zwischen uns. Ja, waren es vorher auch. Wir haben jetzt beide 2-mal falsch gehabt. Okay. Erdrutsch-Sieg. Nicht jeder Befragte der Prognose muss auch zwangsläufig wählen gehen. Ja. Ich dachte mir, dass es irgend sowas in der Art war. Ah. Mann. Wenn Lukas, wenn es das ist, dann kannst du doch mal kurz schauen. Ja, dann guck doch mal, welches. Und schreib den Rätseltext in den Chat. Nicht die Lösung, aber den Rätseltext. Den Rätseltext, ja. Das wäre super. Das wäre super. Rätsel 16. Okay, oh Gott. Das war ja jetzt echt fies. Aber ich wusste, dass da irgend sowas drin ist, dass alle noch eine Chance haben. Aber das hat übrigens bei dem Anfang des Rätseltextes habe ich erst gedacht, ist das wie dieses in Schatulle der Pandora? Aber da waren es weniger Wähler. Ja. Ich muss zugeben, dass das höchst beeindruckt. Pokémon. Ich muss zugeben, dass das höchst beeindruckend ist. Sie sind wirklich gut im Lösen von Rätseln. Jetzt bin ich mir sicher, dass ich Ihnen deinen Uferfestfall anvertrauen kann. Ja, nachdem wir es 2-mal falsch hatten. Ja. Unbedingt, Slavonida. Sie können sich auf uns verlassen. Dieser Fall hat ein paar beunruhigende Facetten, vor allem die verblüffende Ähnlichkeit zur Legende der Thames. Legende der Thames? Sagt mir leider nichts. Man nennt sie doch Themse. Im Deutschen. Okay. Ja, im Deutschen. Ich glaube, außerdem im Englischen wäre es ja die Thames. Also die wird auch anders geschrieben. Ich glaube, ich habe schon einmal davon gehört, aber mir sind die Einzelheiten entfallen. Denn ich denke die ganze Zeit nur an meine Cat. Kein Problem. Also die Legende der Thames. Themse. Vor langer Zeit verliebten sich ein junger Mann und eine junge Frau, beide aus vornehmen Londoner Familie. Und die waren beide verfeindet und dann, oh Romeo, oh Julia! Ich hab auch gerade gedacht. Und dann hat irgendwann ein italienischer Schriftsteller darüber geschrieben. Ja, wahrscheinlich. Ja, über dieses
Ja. Ja, britische Pärchen. Allerdings waren die beiden Familien verfeindet und die Liebe des Paares war verboten. Oh, ob! Oh, fern! Sie trafen sich jeden Abend im Geheimen. Bei diesem Treffen kamen sie einander so nah, wie sie konnten. An den gegenüberliegenden Ufern des Flusses. Oh, ich dachte, das war anders gemeint. Nein.